Okay. Level 2 kann nun beginnen. Ja, das Spiel ist natürlich komplett auf Englisch, aber die sagen hier nicht so extrem viel. Ja, jetzt geht's natürlich so weiter. Wir müssen auf das Nashorn springen und so schnell wie möglich bei den Giraffenköpfen springen, weil nach ein paar Sekunden nicken die Giraffen ihr Kopf nach hinten und dann fahren wir automatisch runter und das wollen wir ja nicht. So, und hier müssen wir die rosafarbenen Affen anbrüllen, damit wir da auch gleich weiterkommen können. So. Ist hier irgendwie noch was? Nee. Weil die Affen schleudern uns natürlich auch weg. Und als Kind habe ich in diesem Level totale Schwierigkeiten gehabt. Genau wegen dem Strauß hier. Weil jetzt müssen wir nämlich... Ja, hallo. Fraps, Einbrüche. Sorry, dass es jetzt hier ein bisschen stockt. Ja, das war scheiße. Moment mal. So, ich hoffe, dass mein Rechner sich wieder beruhigt hat. Nein. Okay, ein Moment. Jo, hier melde ich mich wieder zurück. Nee, das lag nicht an Fraps, das lag an meinem Antivirus-Programm, weil das kurz ein Update im Hintergrund gemacht hat und deswegen hat es im Spiel gerade hier gestockt. Dafür entschuldige ich mich natürlich wieder. Und ja, hier müssen wir natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen ausweichen. Die Doppelsprüche sind sehr tödlich. Aber machbar. Und als Kind habe ich mich ja aufgeregt, ey. Bei den Doppelsprüngen. Und ja. Safe State. Und jetzt müssen wir die Nilpferde benutzen. Nein, das war scheiße. Nochmal, in schön. Ah, das ist hier ein bisschen schwerer. Oh Mann. Als bei Aladdin. Ja, toll. Mann. Gott. Oh, Simba, halt dich doch am Schwanz fest. Mann, das ist ja furchtbar. So, ja, richtig. Gott. Nein, scheiße. Fuck. Nein, Simba. Gott, ey, stelle ich mich hier wieder doof an. Safe State. Genau deswegen habe ich ein Safe State gemacht. Fick dich doch. Mann. Boah. Mann, Simba. Ja. Gott, bin ich doof heute. Ja. Simba springt in den Tod. Obwohl das Wasser an sich ja nicht tödlich ist. Gott. So, und die Sonne ist, glaube ich, ein Extra-Leben, ne? Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Oder doch. Vielleicht ist 80 ja auch das Maximale. Weiß ich jetzt nicht. So, jetzt müssen wir erstmal auf die Giraffe... Machen wir auch kurz hier im Safe State. So. Oh Gott, das Spiel, das wird Nerven kosten. Ernsthaft? Springt doch, wenn ich es dir sage, Simba. Meine Fresse. So, jetzt hilft unser Spiel nicht mehr mit den Pfeilen. Jetzt muss ich selbst gucken, ob wir jetzt springen müssen oder ducken müssen oder den Doppelsprung verwenden müssen. Doppel... Nein, das war Kacke. Nein, das war auch Kacke. So. Gott, ey. Na, das wird ja ein schönes Projekt. Wenn das jetzt schon so anfängt. Aber die Musik ist und bleibt cool. So.
Aber wir sind auch gleich schon durch mit dem Level. Ah ja, jetzt kommt eine etwas schwierigere Stelle. Jetzt dürfen wir, glaube ich, nicht alle Affen anbrüllen. Also nicht alle pinken Affen. Genau, der muss nämlich, glaube ich, so bleiben und den müssen wir irgendwie... Nee, oder müssen wir den doch erst anbrüllen? Muss ich mal ausprobieren. Ja, bis jetzt sieht's richtig... Ah ja, okay. Da mussten wir ihn doch anbrüllen. Sorry dafür. Irgendwas hat mein Antivirus-Programm jetzt. So. So, jetzt bin ich hier. Okay, da ist schon das Ziel. Plus jetzt muss ich selbst erstmal gucken, wie ich da jetzt nochmal hinkomme. Nee, also so nicht. Ach, scheiße, wir müssen jetzt so zurück, plus die Holzstämme, die bleiben nicht ewig oben. Nein. Ja, komm. Oh Gott. Na, das kann ja was werden. Ich sag ja, ich muss mich aber auch erstmal dran gewöhnen, dass ich hier überhaupt Jump'n'Run spiele. Erstmal an sich wieder Let's Play. Obwohl, bei Aladdin ging das eigentlich noch. Aber der König der Löwen ist jetzt schon eine Herausforderung für sich, ey. Obwohl, das Spiel finde ich an sich sehr cool. Und das war ein Reinfall. Toll. Oh, ernsthaft. Oh, Mann. Die verrückten Affen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr... Einen Affen dürfen wir nicht anbrüllen. Plus welchen? Das ist jetzt hier die Frage. Nee. What the fuck, ey? Oh, das könnte ein langer Part werden. Wenn ich jetzt mit den Affen nicht zurechtkomme. Eieieiei. Ja, das ist ein kleines Affenrätsel. Ja. Bis jetzt sieht's gut aus. Schon wieder nicht. Okay. Dann gehe ich nochmal so rüber. Aber hier ist doch nur ein Nashorn. Hä? Jetzt kapiere ich das überhaupt gar nicht. Nee, das hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Boah, nee. Da muss ich jetzt nochmal gucken. So. Wenn ich jetzt wüsste... Die Affen, die machen mich verrückt. Ja, den einen pinken Affen, den kann ich ja nicht anbrüllen. Ich brüll den nochmal an. So. Ja, wir schaffen das, auch wenn der Part sich jetzt in die Länge ziehen sollte. Na, also das bringt nichts. Gut. So. Ah, jetzt habe ich's. Okay, gut.